Ja, danke, Frau Präsidentin. Wenn der Kollege Fühlinger vorher von der Geisterstunde gesprochen hat und von der Märchenstunde, dann hätte er seine eigene Rede hören sollen, Kollege Fühlinger. Und ich halte grundsätzlich für einen sehr, sehr intelligenten Kollegen, aber nur wenn du uns hier weismachen möchtest, dass es die ÖVP ist, die hier nicht gegen einzelne Personen vorgeht, politisch, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach einmal eure Presseaussendungen der letzten Wochen durchschaust und euch überlegt, wem soll er schon zum Rücktritt aufgefordert habt und wie ihr ganz gezielt auf einzelne Personen losgegangen seid. Und wenn wir sich anhören, was der Herr Kollege Hanger, wen der alle anzeigt und welche Staatsanwälte vom Herrn Hanger da dauernd vor den Vorhang gezogen werden, dann muss man sich schon überlegen, ob die ÖVP tatsächlich nicht politisch auf einzelne Personen losgeht. Die Nervosität ist ein Wahnsinn, aber gut. Eine Geschichte, Herr Kollege Fühlinger, bist du uns auch noch schuldig geblieben, und zwar die Frage, das war übrigens relativ am Anfang des Untersuchungsausschusses, wo jetzt das ÖVP-Leak eigentlich ist. Also ich höre ständig, dass den NEOS diese Veröffentlichung der Daten vorgeworfen wird. Wir wissen aber aus der WKS, ja, dass es gerade Akten aus der ÖVP gewesen sind, die hier an Medien weitergespielt worden sind. Da hat uns der Herr Präsident Sobotka, eine Untersuchung versprochen und eine Klärung der Umstände. Das ist bis heute nicht passiert, und das ist die Obstruktion, von der die Frau Kollegin von den NEOS auch gesprochen hat, die hier tagtäglich im Untersuchungsausschuss gemacht wird. Sie machen irgendwelche leeren Ankündigungen, sie tun das, sie schinden Zeit, da hat der Kollege Greiner vollkommen recht gehabt, und wir haben nicht einmal jetzt noch alle Akten, die wir brauchen, um unsere Arbeit fortzusetzen. Und das ist genau der springende Punkt, warum auch wir der Meinung sind, dass dieser Untersuchungsausschuss natürlich verlängert gehört, und man muss das auch, sage ich jetzt einmal, als pädagogische Maßnahme machen, denn die ÖVP braucht nicht ständig alle Register ziehen, um da irgendwie sich aus der Verantwortung herauszuschlenkeln, sondern im Prinzip müssen wir genau die ÖVP dort treffen, wo sie ist, und einmal mit dem Schwindeln aufhören lassen. Und wenn man sich den Herrn Kollegen, den Herrn Bundesminister Blümel anschaut, und wenn wir uns anschauen, was der mit dem Untersuchungsausschuss aufgeführt hat, wie wir ständig hinters Licht geführt werden, wo er dann hergeht und Gesundheitsakten von Mitarbeitern nur deswegen in eine Aktenlieferung mit einbaut, damit man es dann auf Stufe 3 klassifizieren kann. Wenn man sich überlegt, dass der Herr Bundesminister Blümel sein eigenes Telefonbuch auf Stufe 4 klassifizieren lässt, das sind Staatsgeheimnisse der höchsten Ordnung. Das ist, ich meine, der Herr Minister Blümel mag schon wichtig sein, ja, aber so wichtig, dass sein Telefonbuch Klassifizierung Stufe 4 ist, ist es beileibe nicht. Das ist ein reiner Sabotageakt, und sie spielen einfach nur mit den anderen Parteien hier im Haus Katz und Maus, und das können wir Ihnen auch nicht durchgehen lassen, werte Kollegen von der ÖVP. Und eines noch, weil ich gerade davon gesprochen habe, dass wir diese Klassifizierung Stufe 3 vom Herrn Minister Blümel bekommen haben. Das sind 1,5 Spielfelder, Fußballfelder Akten, wenn man die aneinanderlegt, die wir händisch durchsuchen müssen, weil sie es mit ihrer Klassifizierung Stufe 3 verhindert haben, dass wir das elektronisch auswerten können, Herr Kollege Wöginger. Und das sind die Sabotageakte, die Sie tagtäglich im Untersuchungsausschuss uns angedeihen lassen. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, das wollen wir so nicht hinnehmen. Der Punkt ist der, was machen die Grünen? Die Grünen sind wiederum Steigbügelhalter und Erfüllungsgehilfen der ÖVP. Im Prinzip eigentlich ein sehr, sehr peinlicher Auftritt. Ich habe noch die Ehre gehabt, mit der Kollegin Moser gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zu machen. Die würde sich im Grab umdrehen, wenn sie sieht, was sie aus ihrem Erbe da gemacht haben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Anstand, die Grünen bemühen den Anstand immer wieder. Ich bin gespannt, was der Anstand jetzt gleich nach mir dann auch sagen wird hier am Rednerpult. Der Anstand würde es gebieten, dass man die ÖVP mit dieser Masche nicht durchkommen lässt. Der Anstand würde es gebieten, dass man wirklich nachhaltig auch für Aufklärung sorgt. Und ich hoffe, dass die Grünen diesen Anstand, den sie ja selber immer wieder bemühen, auch irgendwo wiederum finden. Ja, vielleicht noch eines zum Abschluss. Wir haben heute schon gehört, der Kollege von der ÖVP, der Kollege Hanger, hat ja auch schon gesagt, dieses Antikorruptionsvolksbegehren, das wird auch von der ÖVP recht breit unterstützt. Ich rate Ihnen noch eines, Kollege Hanger, lesen Sie noch das nochmal durch, was da drinnen steht. Es ist nämlich gegen Korruption. Also schauen Sie mal, ob Sie das wirklich unterstützen wollen.